Herzlich willkommen zu meiner Fahrerkarte von Thüringen 2.0, Version 2. Hoffen wir, dass es auch eine Version gibt, eine später für 21er. Man weiß es nicht genau, was der noch eine macht. Weil das wäre schon eine zweite Version, also würde Thüringen dann nicht mehr kommen. Rein theoretisch, aber man kann nur sein, dass man seine Meinung ändern würde. Wäre dankbar drüber. Aber das ist Zukunftsmusik, das ist noch ein Jahr hin. Mindestens ein Jahr. Also für 21er und für die Karte auf jeden Fall. Das dauert lange, bis es entsprechend soweit fertig ist. So, der ist noch was. Da können wir gleich rüberdüsen. Ja, fahren wir so rum. Ja, Gas geben heißt das hier. Wir haben Regen angesagt. Ne? Bei Regen können wir auch Stroh fahren, das ist kein Problem. Aber wir müssen sehen, dass wir alles hier schön. Oh, jetzt kommt es Probleme. Hoffe ich mal, dass es nicht so problematisch wird, wie ich denke. Ja. Gut, das ist hier typisch. Muss ich mit Schwarz eingreifen. Obwohl das jetzt kein Fehler im System ist, sondern einfach ein fetter Kurs. Ne? Und das ist dann doch meine Schuld. Dass er jetzt gerade in die Richtung fährt. Ne? Und die Brüder, wenn man so sieht, die kennen da nichts. Also wenn das vorgesehen ist, dann ist es dann fahren wir auch los, also kennt da nichts, die kennen da keine Freunde. Ne? Aber gut, ich habe die drei Fahrzeuge auf dem Feld gebracht, fahren lassen. Passt jetzt mit einer Berechnung her für ein Fahrzeug her. Und da ist es nicht vorgesehen, dass ich den Verband erkenne. Auch wenn ich den Verband aktivieren würde, würde es nicht funktionieren. Aber mal sehen. Speichert wieder. So, der ist gerade unterwegs. Oder irgendwo. Ach, da fährt er. Er ist ein bisschen langsam wie der andere. Gut, ich könnte den hier auch dazu nehmen. Und zwar müsste ich nur ihm den Kurs löschen und den neuen laden. Und dann müssten wir nur in die andere Richtung stellen. Dann könnte er vielleicht hinbekommen. Wir müssen hier noch was ändern auf Reifen. Ich weiß nicht genau, ob das überhaupt was hilft, aber ich denke mal, das sollte so besser funktionieren. So, der ist da. Der wird da. Und da. Einer ist voll. Und der Graue, wie heißt du? Grau? Ja, Grau. Ja, bin auch voll. 70.000. Müssen wir den mal stehen lassen, oder? Kriegen wir noch mal ein paar Liter raus? Na, viel ja nicht, ne? Na, 2000, naja, wird nicht viel bringen. Noch haben wir Glück über die. Aber wir müssen dann sowieso warten. Von daher ist das gar nicht mal so. Na, fast alle. Aber er kann ein bisschen arbeiten.
So, alle. Alle. Mal sehen. Müsste jetzt die fünfte Folge sein normalerweise. Vielleicht kommt noch eine sechste. Und dann schauen wir mal. Und dann muss ich das Ganze umbauen auf NF. Das heißt, Shredder Cage löschen und. Ja, einer ist da. Gut, das ist gut. Da wird der andere in der meckern, heißt er blockiert, aber das ist okay. Das ist, so. So können wir uns auf volle Arbeit konzentrieren, ne? Sonst hätten wir noch eine Weile gebraucht, bis er gekommen ist. Denkt man, John Deere ist schon zu langsam dafür, aber gut. Wenn zwei fahren, ist es okay. So, das Schwarze müsste, glaube ich, voll sein und der Blaue. Ja, wenn man mal nicht funktioniert bei Crossplay, ich weiß auch nicht warum. Ist wie gesagt immer noch eine Beta-Version. Man muss dazu sagen, das alles machen sie alle in ihrer Freizeit. Und dass es überhaupt so funktioniert, ist eh ein Wunder in meinen Augen. Denn wenn ich so ein Spiel baue und ich mache gleich mit rein, dann denke ich mal, wird es an sich leichter sein zu programmieren, denke ich mal. Weil man dann gleichzeitig mit zusammen programmieren könnte. Ne? Also, ich hoffe ja eigentlich insgeheim, dass mal irgendwann diese beliebten Programme mit aufgenommen werden, von vornherein auf LS. Noch nicht lange. Ja. Und eine einfache Hilfe ist für ja, Standardkarten ist gut. Da sind die Felder auch nicht so groß, das ist ja, ne? Pillepalle, sagt man so, ne? Ganz vorsichtig. Aber wir wollen ja realistische Landwirtschaft haben. Das heißt, Feldformen, die halt Natur vorkommen. Und nicht hier so eine künstlich geschaffenen Welten. Das persönlich, ich ziehe Felder vor, die ein bisschen anders geformt sind, nur naturausmäßig sind. Also richtig, so wie hier, keine geraden Linien, krumm, ein bisschen krumm. Und heute würden sie das Grüne alles schön wegmachen, meistens jedenfalls. Ich lasse es immer stehen. Wie sind die Felder groß genug? Man könnte das Grün nutzen als zum Grasmähen. Theoretisch kann man das überlegen, ob man da ein bisschen für die Kühe Heu machen würde. Wäre eine Option. So, müsste der Rot auch hier vor sein. Der nächste ist da, das passt. Weil wenn der nämlich voll ist. Gut, das so funktioniert gut. Heißt, Streckenverkehr fest, wartet jetzt. Ne? Also eher der mit dem Dir Fahrer, ne? Oder Fahrerin. Ist ja beides möglich. So, mal gucken mal. Weizen, 20%. Ja, je größer die Felder, umso mehr muss man mit Drescher arbeiten, mit mehreren Dreschern, ne? Und ein Drescher schafft das nicht. Und die hätten Langeweile, in Anführungszeichen. So, einer ist wieder voll, aber hätte ich gerne eine Ergänzung zu Ideal, wo man zugeben, zuschreiben könnte, rot oder so, oder blau, oder grün, oder einen Namen dazugeben, dass die Namen über die Drescher erscheinen. Bis so, man sagen kann, okay, das ist der und der. Man könnte sofort gucken, ach, das ist Paul, der warten muss, ne? Oder Thomas, ne? Oder Diane oder so, keine Ahnung. Oh, muss man Gas geben. Gas geben. Sind so viele Möglichkeiten im Spiel, was man noch machen könnte. Aber ich kann sowas nicht. Also nur hoffen, dass andere das machen.
Ich kann nicht programmieren. Also ich versuche zu spielen. Dach von dir. So, jetzt wird hier eine rote Farbe sein. Aber das ist schön zu sehen, dass es klappt mit Abladen und so. Dann können wir gucken, was gerade die Lager voll ist, wie wir am Hafer geerdet haben. So, mal gucken, was Hafer gemacht haben. Eigentlich, wie viel Hafer wir jetzt drin haben am Lager? Hafer, nee, Mais, Soja. Weiter hinten. Hafer haben wir 280.000, fast 290.000. Und da haben wir halt nur die drei. Ja, das ist aktuell der Preis für Hafer. Entschuldigung. Der Hafer war jetzt aktuell im Keller, logisch. Wir haben die Ernte, wir müssen da verkaufen. Wir müssen im Winter verkaufen. Sag mal im Januar. Dann würden wir gut 1004 kriegen. So, und Weizen. Da trifft es eher zu im Frühling. Und wir haben noch Gerste. Und Gerste wäre auch im Frühling. Also das wird perfekt. Und Mais haben wir aktuell auch nicht los. So, wir haben noch voll. Und vielleicht kriegen wir ihn. Na, das wird nichts werden. 16.000. Wir werden mal den anderen leer machen müssen. Kriegen wir noch rein. Wie gesagt, die Musik habe ich jetzt nicht angemacht, weil ich jetzt müsste aus dem Spiel rausgehen und dann neu laden und speichern. Machen wir dann mit dem Arsch wieder an, entsprechend. Weil dann muss ich so einen Mod-Ordner verschieben und dann. Ich wollte ja ungern jetzt rausgehen und. Und unterbrechen. Ich muss was schaffen heute. Das heißt. Leider habe ich jetzt die Reihenfolge nicht im Kopf, beziehungsweise ich habe jetzt nicht genau, kann ich genau sagen, wir haben es 5 oder 6 voll, ich glaube eher 5, also eine machen wir noch. Und wenn ich dann feststelle, sind doch erst 5, dann können wir eine machen. Und dann können wir Musik machen. Mitten in der Aufnahme. Das heißt, wenn die Zeit abgelaufen ist, wir noch eine kurze Unterbrechung, kann ich ja Musik anstarten und dann muss ich nur kurz einen Ordner umbauen und dann. Den Lenker wieder entsprechend auch einstecken, damit der Lenkwiderstand da ist. Ist ja auch noch so ein Ding, ne? Wer schon mal Euro-Traktionale gefunden hat, da ist die Lenkung ganz anders. Da ist es irgendwie, ich weiß nicht genau, wie man beschreiben soll, angepasst. Das ist irgendwie, man merkt hier Erschütterung zum Beispiel. Und wenn man Gas gibt, dann geht die Lenkung automatisch in die Richtung. Also irgendwie anders. Aber wie gesagt, ich kann es nicht beurteilen, wie man das macht. Ne? Also ich weiß es nicht. So. Ist der Schwarze mit durch. Dann ist gut so. Das hat mal geklappt. Das ist komisch. Also muss ja. Keine Ahnung, ob da eine Feder vorhanden ist oder so. Ich weiß es nicht. Müsste ich mir noch dafür anschauen, aber. Das sehe ich aber auch nicht mehr durch, also ich muss also viel. Also LS21, was ich geblockt habe, habe ich anders gestaltet, dass ich die Mods nach und nach aufnehme. Und eine 2-3 maximal die aufschreibe und wenn die Probleme meiden, dann fliegen die wieder raus. Weil das wird dann doch zu aufwendig hinterher herauszufinden, welche Probleme. Und wenn man eine Maschine hat, man hat die gekauft, dann stellt man fest, oh.
passt nicht, ist ungünstig. In Anführungszeichen. So, dann können wir den demnächst entlassen und auch auf die 41 schicken. Dann später will ich nachher hier Stroh fahren lassen. Also hoffe, dass es besser klappt. Guck mal an den roten. Wieso macht der jetzt, dass der schwarze läuft? Das macht da andere Probleme. Ich weiß auch nicht, wo das liegt. Keine Ahnung. Da muss er irgendwo. Das gibt's doch gar nicht. Oder weil er gerade abladen tut oder so? Ich weiß nicht. Kann es mir nicht alles erklären. Muss irgendwo einen Grund haben. Und wohl, das kann auch kein Grund sein, weil das Problem, das war ja vorher auch keiner unterwegs gewesen. Auch hier aktiviert. So wie hier war, ist jetzt aktiviert und 2, 3. So. So, liebe Zuschauer, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Ich schaue mal kurz nach, wie die Form schon haben. Und dann machen wir die Musik. Tschüss und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.